Und los geht's mit Pokémon Floras 3. ja, komm. Hey, ich erinnere mich an deine Fresse. Wenn du hier bist, heißt das, du willst dich mit uns anlegen. Ein Punk? Ich geb dir einen Punk. Ja, genau. Genug reden. Oh. Ja, komm. Ich weiß gar nicht, warum. Wow! Wow! Das kam mir aber gerade anders davor. Das war doch ein Zug und es hat paralysiert, oder? Ja. Oh mein Gott! Die nutzlosen Attacken haben einen Nutzen. Der tschüss Muddy Water und High Dive. High Dive, High Five. Oh, haha. Garados? Hat jetzt Fliegen auch so eine Stun? Was weiß ich was? Sehr cool. Gut, Surfer wird nichts haben, weil das ist schon so eine sehr starke Wasserattacke, aber... Ja, gut. Soll es nicht hierher kommen, Kind. Ja. Ich bin aber schon hier und jetzt. Da sagt er danach nichts mehr, der Gute. So, stopp. Heilen, heilen, heilen. Das ist cool. Also hier, ich komme gerade immer noch klar auf vier Taucher mit Paralyse. Weil ich das einfach gerade sehr cool finde. Hätten sie das schon... Ja, das ist cool. Und dass es immer von einem Zug abgeht, ist auch cool. Weil das ist keine so starke Attacke. Kommen hier überhaupt Pokémon? Ja, kommen sie. Bestimmt ein Georock. Ah, ein Golbat. Warum gibt es diesen Weg, wenn hier nichts ist? Mann. Das ist ganz schön abgekürzt. Ja, ich weiß, wo ich hin will. Ich will nämlich trotzdem rechts rein. Führt das beides ernsthaft in dasselbe? Oh Gott. What the fuck? Da haben sie ja mal total den Anspruch rausgenommen. Das ist nicht gut, ne. Ja. Rache für das, wo im Oceanic Museum passiert ist. Mhm. So machen Professionelle. Ja, ich weiß ja nicht, wie es Professionelle machen. Da habe ich keine Erfahrung mit. Weil professionell seid ihr ganz sicher nicht. Aqua Admin sogar. Das heißt daneben... Lol. Das heißt danach ist schon... die Endstation. Es geht schnell. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hab gedacht, das zieht sich um einiges länger. Hätte ich doch Puderschnee eingesetzt. Mein Konfuschra haut es natürlich trotzdem raus. Ah. Und wir tackeln uns natürlich voll selbst. Ja. Na klar.
Gut, das macht nichts. Heilt sich eh. Und das tötet es jetzt. Wow. Das aber. Weeha! Ich brauche trotzdem eine stärkere Eisattacke. Definitiv. Kribo-Tak-Tak. Und ja, das ist kein Kribo-Tak, das ist Kribo-Tak-Tak. Was aber auch, ja, voll die Bedrohung jetzt ist. Tohaido, ja, haben wir auch nicht gesehen. Haben wir, glaube ich, einmal gesehen. Und sonst nie wieder. Das ist jetzt das zweite Mal und dann machst du immer es nie wieder. ja, komm, lass deine Energie frei. Das ist nicht viel Schaden, wo du jetzt machst. Lagerstoff. Müssen wir jetzt mit dem Rauhautschaden leben. Aber der ist akzeptabel. Ja, das heißt, danach geht es noch gegen Team Aqua Admin. Höchstwahrscheinlich. Und dann haben wir auch die Höhle abgeschlossen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Kann natürlich auch sein, dass ich mich jetzt voll irre. Nein, kann nicht. Kann nicht sein. Oder? Also ich richte mich jetzt gerade hier nach dem Ding, Originalspiel Smaragd. Da es ja immerhin die ROM davon ist. Und die Höhle ja eigentlich auch da rauskommt und doch auch einiges vereinfacht wurde. Das, wo sie an anderen Stellen zu lang gemacht haben, ja, das ist eigentlich in Ordnung. Weil die Aqua-Basis haben sie dafür eingeführt. Gab's ja sonst nicht. Von daher, das ist eigentlich in Ordnung. Ah, sie haben doch noch ein Rätsel. Wo ich auch schon nicht mehr weiß, wie das ging. So nicht, oder? Doch. Ja, gut. Das ist so viel dazu. Gedankengut. Hm, ja, können wir so belassen. Ja, schade. Das ist kein Kyoko, das ist eine blaue Kugel. Wir speichern noch einmal. Und dann würde ich sagen, da das ja jetzt ein längerer Part wird, sehen wir in der nächsten Folge, was passiert. Bis... Oder? Warte, ich weiß es gerade nicht mehr. Ihr seht es auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin.